Hallo und herzlich willkommen bei Kochen mit Annixe Gumanns Schnelle Küche. Sie wissen, Lasagne gibt's eigentlich wie Sand am Meer, aber wir haben diesmal was ganz Besonderes für Sie. Sie wissen ja, unser Jörg Gumann, unser TV-Koch, lässt sich immer was Spezielles einfallen. Jörg, was gibt es heute? Hallo erstmal, liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und heute will ich Ihnen mal eine Lasagne im Blätterteigmantel verpacken. Das ist eigentlich ganz gut, wenn Sie mal Gäste haben. Man lässt es schön portionieren und sieht auch noch ganz schick aus. Lassen Sie sich überraschen. Ja, also ich bin ganz gespannt und auch auf den Geschmack, weil also Nudeln und Blätterteig, das finde ich schon ziemlich spannend. Aber ich glaube, wir haben eine kleine Tradition und heute dürfen wir dieser wieder frönen, habe ich recht? Ja, ich hoffe doch, dass du was kaltgestellt hast, oder? Ja, ich hole mal die Gläser. Ich habe Ihnen natürlich wieder einen Wein mitgebracht. Und zwar einen besonderen. Ja, und diesmal hat er sogar ein Mannheimer Etikett, weil sich ja viele Zuschauer schon bei uns gemeldet haben, ob es denn noch andere Weine außer Deidesheimer oder Pfälzerweine gibt. Jetzt haben wir einen Kompromiss geschlossen. Das ist trotzdem ein Deidesheimer Wein. Aber mit einem Mannheimer Etikett. Und zwar ist auf diesem Etikett der Mannheimer Wasserturm zu sehen. Das ist unser Wahrzeichen. Und der ist fotografiert worden von einem sehr bekannten Mannheimer Fotografen. Und dieser Wein ist genauso gut wie das Foto. Ich bin gespannt. Wollen wir einfach mal... Auf jeden Fall. Aber ich glaube, am wichtigsten wäre noch zu sagen, von wem der Wein ist, genau. Nämlich von Maike Heil, von der Firma Samus Gallus, ein Weinhandel, ein Weingroßhandel und Vertrieb. Und Näheres zu diesem super leckeren Cuvée erzählen wir Ihnen natürlich nachher im dritten Teil. Und zwar ganz detailliert, deswegen bleiben Sie dran. Jetzt dürfen wir aber erstmal diesen fantastischen Wein probieren. Was hat es denn mit dem Wein auf sich? Also das ist eine... Das ist ein schönes Cuvée, das wurde eigentlich abgefüllt für die Mannheimer Weintage, Weinfestival im Mannheimer Schloss. Ja. Das ist ein Cuvée aus Riesling, Sauvignon Blanc und Pinot Blanc und der wurde abgefüllt. Für dieses Mannheimer Weinfest. Exakt, für das Weinfestival im Mannheimer Schloss. Genau. Genauer gesagt, ja. Und deswegen auch dieses wunderschöne Etikett, was auf Mannheim hindeutet. Ja, haben wir denn eigentlich schon erwähnt, von wem er ist, der Wein? Ja, wir haben schon erwähnt, dass er von Samus Gallus ist. Genau. Und das wollen wir später noch ganz genau und sehr im schön. Detail ich war mir nicht mehr sicher. Besprechen. So, jetzt würde ich ihn gerne probieren. Ich bin alles ganz klar. Aufgeregt, deswegen, weil ja, ich ihn probieren Ja, dann stell doch mal die Flasche hin, dann können ja. wir loslegen. Ich stelle die Flasche jetzt mal ganz kurz hier ab und wir stoßen mal an. Cheers. Cheers auf eine schöne Sendung, liebe Zuschauer. Oh ja, ja, wirklich fein. Ich stelle das da hinten ab, damit es aus dem Weg ist. Süffiger, fruchtiger, richtig lecker. Leichter Wein. Mmh, sehr schön. Müssen Sie probieren. Doch jetzt so. Zu unserem Gericht. Wie fangen wir an, lieber Jörg? Ja, wir brauchen einmal ein Sofritto. Das gehört zur Bolognese. Sofritto. Sofritto, ah, die Italienerin. Ja, die Italienerin, Sofritto. Ich wollte sie nur mal testen, ja. Das ist richtig ausgesprochen. Und natürlich machen wir jetzt eine Bolognese-Soße. Das ist mal der erste Step. Das ist zwar nur ein Bestandteil der Lasagne, aber damit geht es jetzt schon mal los. Genau. Und während ich die Zutaten von der Bolognese jetzt hier mal anbraten werde, kannst du dir schon mal diese Glasschüssel holen. Aha. Und dann kannst du mir schon die Ricotta-Füllung machen, weil wir machen ja eine schnelle Lasagne. Genau. Ich gebe dir das schon mal rüber, genau. Das ist also Ricotta. Ich darf das alles einfach da das reinwerfen? Das darfst du einfach da reinwerfen, jawohl. Wunderbar. Gut. Dann bekommst du noch etwas geriebenen Parmesan, so 4 Esslöffel voll. Also auch einfach da rein, alles ja, so? Ja, noch ein bisschen. Passt, stopp. Okay. So, und jetzt ein paar Basilikumblätter. Die schneidest du mir, weil du schneidest ich einfach schneid schneller. Ich einfach mit meiner Edward-Schere. Ach so, mit der Schere sogar. Nein, ja. Ach meine so. Edward-Schere. Edward mit den Scherenhänden, wissen Sie noch, liebe Zuschauer, das gab es ja, der hatte die an den, genau. Quasi direkt hier an den Handgelenken dran, die Scheren. Also. Das ist so toll, weil das kann ich einfach gar nicht. Ja? Er hat es mir schon ein paar Mal versucht zu erklären, ich krieg's nicht hin. Egal, aber ich halte dir die Schüssel einfach dahin. Ich darf was machen, wunderbar. Ich bin ganz, ganz genau, happy. So. Jawohl. Dann kommt da rein frischer Basilikum. Ja. Halt! Halt. Oh. Bleiben Sie mal bitte hier, Madame. Zack, okay. Okay. Jetzt verweise ich auf deinen Platz. Gib dir noch Salz und Pfeffer. Mhm. Dann kannst du etwas würzen. Und hier habe ich noch einen Schluck Sahne, ja. Um das etwas cremiger zu machen, ne? Dass er nicht so ganz so körnig ist. Genau, wegen der Konsistenz. Okay, verstehe. Jawohl, in der Zwischenzeit kämpfe ich wieder mit dem Herd. Gut. Wir fangen also an. Ich auch? Ich mache jetzt mal ein bisschen. Genau, hier. Du machst jetzt einfach. Aber ich bin vorsichtig hier mit dem Würzen. Und du fängst jetzt an mit der Braterei sozusagen, von dem Sofrito und dem... Genau. Und für das Sofrito nehmen Sie mal ruhig ein richtig schönes Stück Butter, wenn der Herd anbleibt. So, zu Weihnachten wünsche ich mir einen neuen Herd. Bin gespannt, ob mein Wunsch in Erfüllung geht. So, okay, also du machst jetzt Sofrito zuerst, ja? Ich mach beides. Du machst beides, ja, ich muss dann okay. Den Zuschauern parallel. Auch erklären, was da in die Pfanne kommt. Gut. So, und hier haben wir jetzt etwas Olivenöl, da braten wir das Rindfleisch gleich drin an.
Ich bin gespannt, wie das alles wird. Vor allen Dingen in einem Blätterteigmantel. Also das ist wirklich so faszinierend. Aber natürlich wirklich, du hast recht, das kann man besser schneiden. Und für das Sofrito zur Butter geben Sie einfach nur mal einen Esslöffel Olivenöl dazu. Dann bräunt die Butter nicht so sehr, dann verbrennt sie nicht so schnell. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Das wusste ich auch nicht. Also das heißt, wenn man Olivenöl mit zur Butter macht, dann ist die irgendwie geschützt, oder was? Interessant. Dann verbrennt sie nicht so schnell. Weil da ist der Brennpunkt höher, der Rauchpunkt höher. Jetzt habe ich es gefunden, das Wort, das ich gesucht habe. Gut. Es gibt ja auch beim Kochen diese ganz, ganz besondere Art und Weise zu sprechen, wie, glaube ich, in jedem Beruf auch. Aber ich finde das total faszinierend, wenn man den Köchen zuhört. Manchmal verstehe ich nämlich kein Wort. So. So. Ich muss mal um dich rum, ich brauche ein Löffelchen. Ja. Ich müsste das und für das Sofrito geben wir jetzt also Zwiebelwürfel und Staudensellerie hier rein. Mhm. Und wichtig ist, es soll nur dünsten, das soll eigentlich nicht gebräunt werden. Mhm. Also soll jetzt wirklich nur schön glasig gedünstet werden. Und später wird und dazu kommen noch Möhren, Verzeihung. Ja. So. Und später? Wird das dann alles zusammengefügt? Später wird es alles zusammengefügt im Topf, weil eine richtige Bolognese soll ja eigentlich 4 bis 5 Stunden kochen. Das machen wir jetzt heute nicht. Wir machen auch eine etwas schnellere Variante. Wir wollen ja die Lasagne machen und nicht eigentlich nur eine Bolognese kochen heute. Stimmt. So, und jetzt geben wir, Achtung, etwas zur Seite. Ich gehe einfach bitte mal zur Seite, richtig? Das Rindfleisch hier rein. Ich hoffe, dass man mich noch hört. So, liebe Zuschauer, Sie sehen, es gibt was Neues. Unser Kameramann Ali Chanal, der guckt für uns bzw. für Sie in die Töpfe und die Pfannen hinein. Wir haben uns gedacht, es ist vielleicht schöner, als wenn Sie alles nur immer von der Ferne sehen. Probiere mal. Was ich hier mache, ist nicht schlecht. Also. Das ist ein etwas aufwendigeres Gericht, deshalb gibt es hier verschiedene Schritte. So, das sieht schon ganz gut aus mit deiner Ricotta. Genau, das sieht schon ganz gut aus. Ich wollte dich gerade fragen, muss ich das noch cremiger machen hier von der Konsistenz? Nee, so ist es perfekt. So ist es perfekt. Das kannst du gerne so lassen. Mhm, alles klar. So, nochmal einen Satz zur Sofrito. Ja. Den Knoblauch geben wir erst ganz zum Ende rein. Wenn das Ganze glasig ist, so wie das jetzt hier der Fall ist. So. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich abwarten, bis das Rindfleisch schön gebräunt ist. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder im zweiten Teil. Deswegen bleiben Sie dran. So, da sind wir wieder bei Kochen mit Annixe Gumanns Schnelle Küche. Und hier in diesem Topf ist jetzt die Bolognese-Soße fertig. Jörg, erklär doch noch mal ganz kurz, was du jetzt alles gemacht hast. Ja gut, zwar nicht im Zeitraffer, aber ich sag mal, was drin war. Da kommt noch Tomatenmark dazu zum Rindfleisch, nachdem es schön gebräunt war. Dann haben wir etwas Mehl zum Abbinden genommen, dann mit etwas Wein abgelöscht und das Ganze dann mit dem Sofrito. Sofrito. Ja, ich will sie immer mal wieder testen. Genau. Okay, es funktioniert. Also, alles in einen Topf. Etwas Brühe dazu, beziehungsweise etwas Wasser. Und dann natürlich ein paar mediterrane Kräuter. Da habe ich jetzt natürlich alles rein, was der Garten so hergibt. Und auch etwas frischen... Thymian? Lorbeer. Lorbeer. So, jetzt oh mein haben Gott. Auch etwas frischen Lorbeer. Das Ganze ist jetzt einreduziert. Das haben wir jetzt ungefähr 30 Minuten gemacht. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Vielleicht mag dann unser Kameramann mal kurz kommen und mal reinleuschten. Dann müssen wir es nicht komplett ausschütten. Dann kann man es ganz gut sehen. Jetzt haben wir eine schöne Sauce Bolognese. Jawohl. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt hast du ja bestimmt schon gesehen, dass da drüben Teig ist. Genau, das sieht sehr und süß das aus. Das ist der Strudelteig und die Lasagneblätter. Jetzt darfst genau du das Ganze füllen. Oder du schenkst Wein ein. Ich glaube, ich schenke lieber Wein ein. Das kann und ich etwas und ich übernehme besser jetzt mal auf dieser Seite. Du genau kennst schon mit Wein besser aus. Richtig. So, wir haben also hier die Ricotta-Creme, die Tanja ja netterweise vorhin schon vorbereitet hat. Die verteilen wir jetzt hier auf diesen Lasagneblättern. Die habe ich vorgekocht. Und darunter finden Sie jetzt einen ganz klassischen Strudelteig. Den kriegt man lustigerweise oder netterweise heute im Supermarkt einfach frisch in der Frischtheke zu kaufen. Eignet sich natürlich perfekt, kann man auch richtig schön zuschneiden. Und also auf diesen Blätterteig
kommt dann 4 Lagen Lasagneblätter, genau, gekochte. Dann die Ricotta-Füllung obendrauf. Das machst du jetzt ein bisschen platt. Und jetzt streichen wir die einfach mal ein bisschen. Genau. Das ist ja auch das Besondere an diesem Gericht. Es ist Ricotta-Creme und keine Bechamelsoße. Genau. Ich habe die Bechamel jetzt weggelassen, weil erstens mal gibt es ein bisschen Frische und Säure, wird man später dann merken beim fertigen Gericht. Und viele sträuben sich ja immer vor der Bechamel, obwohl es ja eine einfache Mehlsoße ist. Ist ja gar nicht so schwer. So, und dazu kommt jetzt als nächstes, und da brauche ich eine Kelle. Jawohl, pardon? Eine Kelle. Ich habe hier mal unsere Weine aufgefüllt, falls du später möchtest. So, darauf, ups, den tue ich jetzt einfach mal weg. Kannst du den nehmen? Jawohl, ich nehme ihn. Sehr schön. Tu ihn beiseite. Darauf kommt jetzt die Bolognese-Soße. Und da haben wir noch ein Lorbeerblatt. Genau, und das wird jetzt genauso im Grunde genommen aufgeschichtet wie bei einer klassischen Lasagne, nur etwas dünner. Es gibt mehrere Lagen und am Ende müssen wir den Blätterteig natürlich noch drum rumschlagen können. So. Und dann haben wir hier jetzt noch gehobelten bzw. geriebenen Mozzarella. So. Das duftet, das ist wirklich fantastisch. Was ich auch noch sagen möchte ist, du hast ja jetzt Rindfleisch dafür benutzt. Ja, für eine Sauce Bolognese nimmt man, ich glaube früher hat man mal Pferd genommen, aber es ist eigentlich Rindfleisch. Das, ja. Das machen wir jetzt nicht. Für Vegetarier und Veganer, so wie mich, kann man das auch hervorragend mit veganem Hackfleisch machen. Ja, das und jetzt sind wir also hier beim nächsten Schritt. Also wir haben jetzt eine Lage Ricotta-Creme, dann haben wir etwas Bolognese, dann geriebenen Mozzarella oben drüber. Und jetzt legen wir die nächsten Lasagneblätter längs darüber. Ja klar, damit man es dann besser falten kann später. Ne? Ja klar, sagt unsere Moderatorin. Ja, ja, klar. Die kocht es nämlich jeden Abend zu Hause. Nein, aber das ist ja jetzt logisch. Ja, wenn man natürlich das quasi so schön zusammenfalten möchte, dann ist es ein bisschen bekloppt, wenn das dann wieder quer liegt. Richtig. Genau. So. Möchtest du unseren Zuschauern gerade was sagen oder darf ich mit den Zuschauern kommunizieren? Du darfst gerne mit den Zuschauern kommunizieren. Gut, hervorragend. Ja. Also liebe Zuschauer, wenn Sie diese Blätterteig-Lasagne nachkochen wollen, dann wissen Sie ja, Sie bekommen die Rezepte auf www.anixahd.tv/Kochshow. Unter jedem Rezept finden Sie einen Link. Wenn Sie den anklicken, sehen Sie alles. Die Einkaufsliste und auch das Rezept können Sie sich ausdrucken. Dann haben Sie es auch auf Papier, wenn Sie das möchten. Ansonsten finden Sie dann noch viele andere Rezepte. Und übrigens, uns gibt es auch auf Facebook, also Anixe bei Facebook und auf YouTube. Manchmal machen wir so kleine Filmchen oder zeigen irgendwelche Outtakes. Ne? Unsere Kameraleute hier außenrum, die machen auch schöne Fotos. Also was auch immer Sie sehen möchten, kommen Sie mal drauf und schauen Sie, klicken Sie rein. Dann freuen wir uns. So, cool, die nächste Schicht ist schon gemacht. Dann kommt noch eine Abschlussschicht. Und in der Zwischenzeit könntest du mir mal das Weinglas reichen. Ja, das mache ich doch glatt. Ich habe nämlich ganz schön Durst. Genau. Das ist auch sehr, sehr schön, eine schöne Tradition. Ich habe gehört, unser Kameramann, der Ali, den wir jetzt manchmal hier sehen, der macht das mit seiner Frau mittlerweile auch zu Hause. Wobei ich denke, dass sie dann kocht und er trinkt, oder? Das weiß ich nicht, das müssen wir ihn später mal fragen. So, und dann kommt die nächste Lage oben drauf. Also zu dem Wein kommen wir später noch. Also dieser Samus Gallus ist auf jeden Fall empfehlenswert, kann ich Ihnen sagen. Und er ist tatsächlich eigentlich regional. Ne? Nicht eigentlich, sondern er ist regional. Ja, es ist ein Deidesheimer Wein mal wieder. Ja. Ich kann ja nicht ganz lassen von Deidesheim. Ja. Und Maike Heil, die hast du ja auch schon kennengelernt. Genau. Gibt es ja auch einiges zu erzählen. Eigentlich kommt sie ja von der Lufthansa als First Class Stewardess und hat die Welt bereist. Und ihr ist immer aufgefallen, dass es keine vernünftigen Pfälzer Rieslinge in den Weltklasse-Hotels gibt. Ja, das und das wollte sie eigentlich ändern. Das war so ihre Idee. Also es ist ihr auf jeden Fall gelungen. Wir reden später noch darüber, was es noch alles über sie zu wissen gibt. Also es ist eine tolle Idee gewesen, das muss man wirklich mal sagen. So, die letzte Lage. Okay, die letzte Schicht. Ja, und juhu, dann es wird gleich fertig sein. Und dann muss das natürlich noch in den Backofen, richtig? Ja, dann muss es vielleicht noch als allererstes geschnitten werden. Wir müssen ja den Blätterteig noch zurecht machen. Jetzt machen wir das Ganze also hier dicht mit dem letzten Blatt. Mit dem letzten Blatt. Wupp. Da fehlt jetzt ein Stück. Genau, liebe Zuschauer, sagen Sie uns einfach mal Bescheid, wie Sie das finden, dass Sie jetzt alles vom Namen sehen können. Das würde uns richtig freuen, wenn wir dafür Kommentare bekommen könnten. Okay. Du fängst jetzt schon an? Ich fange jetzt schon an, richtig. Ja. Okay. Wir schneiden also hier die Ecken ab. Das geht ruckzuck. So, und jetzt machen wir als nächstes, müssen wir die Lasagneblätter noch hier hochklappen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Wupp, wupp. Upp, upp, upp. Jetzt müssen wir kämpfen mit den Lasagneblättern. Das ist also gar nicht so einfach, ein bisschen Sisyphusarbeit. Das ist wieder das klassische
Das ist zu Kameraproblem, warm, zu warm, wenn die Lasagneblätter jetzt austrocknen hier. Ja. Dann ist es halt einfach sehr, sehr, sehr warm hier. Das dürfen Sie nicht unterschätzen. Wir haben wirklich heftig warme also Scheinwerfer hier. In der Generalprobe noch zu Hause klappt das immer alles wunderbar. Ich durfte auch, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, das mit dem veganen Hack. Ich durfte es zu Hause probieren mit veganem Hack. Und es war wirklich ohne Probleme ganz einfach. Aber hier ist es wieder ein bisschen schwierig. So, dann würde ich sagen, wir machen das nochmal in Ruhe fertig und sehen uns im dritten Teil. Genau, bis dahin. So, jetzt sind wir im dritten Teil von Kochen mit Anixe Gumanns Schnelle Küche angelangt. Und wir haben die Blätterteig-Lasagne noch ein bisschen verarztet. Jörg, was hast du genau gemacht? Verarztet. Also ich gehe davon aus, du hast auch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ja. Beziehungsweise wir haben sie zusammen verarztet. Ja, liebe Zuschauer, ich kann Ihnen nur einen Tipp geben. Bauen Sie Ihre Haushaltsküche niemals in ein Fernsehstudio. Zumindest nicht mit so vielen Scheinwerfern. Da kann sowas schon mal passieren. Dafür vorab schon mal Entschuldigung. Aber wir haben es noch ganz gut hingekriegt. Im Zeitraffer sehen Sie auch die einzelnen Schritte noch. Wir haben also den Blätterteig eingeschnitten, rautenförmig, fischgrätförmig und haben ihn als Zopf gefaltet. Das sehen Sie, wie gesagt, im Zeitraffer. Dann noch mit etwas Ei bepinselt und dann war der ganze Blätterteigstrudel noch mal 25 Minuten bei 180 Grad bis 190 Grad im Umluftbackofen. Und der ist nämlich jetzt auch schon fertig. Genau, und jetzt freuen wir uns ganz riesig darauf zu schauen, wie der denn jetzt aussieht und wie er geworden ist. Jörg, wie geht's jetzt weiter? Ja, ich würde sagen, ich hole den ja schon mal raus. Und du wolltest ja noch etwas Wein nachgießen, beziehungsweise auch noch etwas darüber berichten. Genau, also wir haben hier diesen wunderbaren Wein von Samus Gallus. Ich hole den jetzt auch noch mal nach vorne. Und zwar, du schneidest hier drüben. Ich komme an dir vorbei. Und zwar hier auf der Seite. Samus Gallus ist, können Sie übrigens auch noch mal alles nachlesen über diese Weine von Samus Gallus unter www.samus-gallus.de. Das werden wir auch wieder einblenden. Dann haben Sie die E-Mail-Adresse auch genau im Blick. Also die Maike Heil, die Macherin dieses Weins, die hat sich ja gedacht, das hat der Jörg vorhin erzählt, dass man die Weine aus der Pfalz auch irgendwie in die Welt tragen sollte. Und mittlerweile gibt es in Deutschland gibt es also einige Stellen, an denen man den Wein bekommt, nämlich zum Beispiel im Deidesheimer Hof oder auch im Adlon in Berlin. Richtig, und ja. Und da war er auch zur Bundespressekonferenz im Jahr 2016. Bundespresseball war und das Bundespresseball, ja. Genau, im Jahr 2016, da gab es diesen Wein natürlich auch. Also es sind wirklich sehr, sehr hochwertige Weine. Und besonders diese Sonderedition, dieser Cuvée, den wir jetzt hier haben, der wurde quasi mit einem Freund zusammen gemacht, habe ich vorhin ja auch schon erwähnt, ein Fotograf aus Mannheim, der Tommy Mado, hat dieses Etikett designt und du bist auch ein Freund von ihr. Und ja, so. Und ich habe noch eine kleine Story dazu, nämlich dieses Siegel, wo jetzt gerade die Finger, dieses Siegel war damals so eine Gemeinschaftsproduktion von der Maike und noch einer Freundin von ihr und mir für ihre allererste Weinkollektion. Ich weiß nur, die saßen dann nächtelang irgendwo im Keller und haben das damals noch mit echtem Siegelwachs gemacht, also eine richtige Herausforderung und es ist immer noch erhalten geblieben. Also da habe ich auch so ein ganz kleines bisschen Kreativarbeit mit geleistet. Also Sie sehen, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt geworden, ein wunderbarer Wein. Deswegen, wir dürfen ihn gleich noch mal probieren. Sie sollten das unbedingt auch tun. Und es ist wirklich wunderschön, auch zum Beispiel für den Weihnachtstisch oder halt eben Geburtstage, Konfirmation, Kommunion, egal was. Das ist mal wirklich eine ganz, ganz besondere Geschichte. So, jetzt noch mal zu dem Strudel. Ja, so schaut der Strudel nun aus. Also wie Sie sehen ja, ich habe die Blätterteigseiten dann einfach als Zopf übereinander geschlagen und mit etwas Ei bepinselt. Das war das ganze Hexenwerk. Und Sie sehen auch dieses Malheur von vorhin. Es ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Gott sei Dank. Und das ist ja auch ganz praktisch, muss ich mal merken, für die Zukunft. Mit Blätterteig kann man einfach alles abdecken. Deswegen richten wir jetzt mal an. Ja. Und vielleicht holst du mir einen Teller. Ich hole den Teller. Richtest du da drüben an? Du kannst gerne hier auf den Herd. Auf den Herd, jawohl. Ja. Achtung, Trommelwirbel. So. Du, 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 du. Dann fangen wir mal an. Und da kommt auch schon unser Kameramann. Genau. Jetzt, ich habe selbst noch nicht reingeschaut, liebe Zuschauer. Und jetzt hoffen wir mal, ich drehe den mal etwas darüber, dass das auch ganz adrett ausschaut da drin. Na? So. Also was auf jeden Fall wirklich ganz faszinierend ist, ist diese Kombination Blätterteig und Lasagne-Nudeln sozusagen. Es sieht aus wie ein Kuchen, ist aber sehr herzhaft. Ja, und das Schöne ist, was man jetzt hier sieht, man kann das auch ganz toll portionieren, gerade wenn man jetzt mehrere Gäste eingeladen hat und muss jetzt nicht hier aus der Auflaufform immer rausschöpfen, wobei das meiste immer verfällt. Also das heißt, ich kann hier auch super schöne Portionen vorschneiden.
Man kann ihn übrigens auch fertigstellen und auskühlen lassen und dann zum Beispiel erst am Abend aufschneiden und nochmal im Backofen regenerieren, also sprich nochmal warm machen. So, das ist das gute Stück. Wunderbar. Und ich glaube, ich gebe dir jetzt mal Besteck. Beziehungsweise unserem Kameramann. Ach stimmt, wir haben da das ist ja heute Rindfleisch drin. Richtig, schon ein paar Mal erwähnt. Dann können wir ja unseren neuen Kameramann, den richtig, Ali, hierher kommen lassen. Und zwar in unsere holde Mitte. Ali, du darfst probieren. Ich habe ihn auch bestochen, also ich weiß jetzt schon das Ergebnis. Genau. Er darf probieren, da es wie gesagt Rindfleisch hat. Und ich durfte ihn ja wie gesagt schon mit veganem Hack probieren. Und jetzt geht's los. Verbrenn dich nicht. Der kam frisch aus dem Ofen heraus. Ich bin gespannt. Achtung. Super, oder? Das haben wir sehr gut eingeübt. Also wir haben es bestimmt 10-mal geübt mit diesem hervorragend. Nein. Das hat sehr gut geklappt. Das Nein, stimmt natürlich nicht. Spaß. Er darf es jetzt in Ruhe weiteressen und die anderen von unserem Ensemble bzw. unserem Kamerateam auch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachkochen dieses wunderschönen Strudels. Ja. Und ich bringe noch mal ein Glas Wein für den lieben Ali. Genau, du noch. Oder ich gebe dir erstmal deins, so. Ich nehme meins und Ali kriegt auch noch ein Schlückchen von dem hervorragenden Cuvée von Samus Gallus. Bitte schön. Und ich würde sagen, du brauchst noch ein Schlückchen? Nö, das reicht. Das reicht erstmal, ne? Genau. Zum Wohl. Zum Wohl, liebe Tanja. Zum Wohl. Tschüss. Zum Wohl. Zum Wohl, liebe Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal. Salut.